So, Freunde, jetzt kommt also der dritte Film an diesem 17. August des Jahres 2013. Wir haben das mittlerweile kurz nach 11. Und zwar scheinen ja wirklich einige Damen und Herren der Meinung zu sein, sie müssten mir immer wieder einen Haufen Spam, einen Haufen Blödsinn in den Kommentarbereich knallen. Ihr habt natürlich mitgekriegt, dass ich immer wieder ganz emsig lösche. Weil das Prinzip habe ich ja noch übernommen, als ich noch bei Ernst geschrieben habe. Da war es dann üblich, dass 2, 3 Tage später in bestimmten Artikeln immer noch mal nachgelegt wurde gegen mich. Und wenn dann irgendjemand dann den entsprechenden Titel aufgerufen hat und das dann gelesen hat, dem sollte wohl so, dem sollte es wohl zu Bewusstsein kommen, ich hätte keine Argumente mehr gehabt. So, das habe ich dann natürlich auch regelmäßig immer wieder mitgekriegt und habe dann dementsprechend entgegengeschrieben, ich sag's mal so. Weil einige wollen sich einfach von dem Image nicht trennen, vom bekloppten Ossi und so weiter, bla bla bla. Ist natürlich auch sehr schwer, das wirklich zu realisieren. Einige scheinen mich ein bisschen für einen Watschenkasper zu halten. Gut, ich will jetzt nicht Wunder wie durch die Jähen brüllen. Ich kenne ja noch bekloppte Kasper, die da draußen rumrennen und am besten nichts sagen, immer schön die anderen machen lassen, immer schön die Fahne nach dem Wind hängen. Heute mal den einen oder anderen Gruß, je nachdem, anpassen, nicht wahr? Ich meine, was so eine Massetierchen mit einem echten Menschen zu tun haben, erschließt sich mir vermutlich auch nicht so unbedingt. Gut, und jetzt geht es also hier im Kommentarbereich weiter. Und es haben ja wohl auch einige mitgekriegt, dass sich jetzt diese Leute eigentlich jetzt nur noch auf die Videobewertung zurückgedrängt habe. Er könnte da von mir aus Minus ohne Ende setzen. Weil wenn diejenigen da sind, die denn bloß die Plus-Videos sehen, das sind die Abschmecker. Ja? Mir kommt es aber an auf die Menschen. Die Herz in der Brust, Blut in den Adern und so weiter. Ja? Die anderen werden ganz brav und treu und brav zur Bundestagswahl gehen, das bleibt denen ja auch unbenommen. Nichtsdestotrotz, ich werde auch weiterhin ganz emsig löschen. Also, wenn da nicht wirklich hieb- und stichfeste Antworten kommen oder Kommentare, wird gelöscht. Da bin ich mittlerweile richtig sau drin. Und ich finde es ja geil, dass hier wirklich, weil viele von euch, von den Systemen, die darauf reingefallen sind, wie ich neulich in dem Video gesagt habe, hier wirklich vorgelesen habe, dass wir ehemalige DDR-Bürger ja keine Bundesbürger sind, wo ich so rübergekickt habe hier mit der Fixer und so weiter. Wie viele, oh, das muss ich jetzt hier, also entschuldigt mal, wie wenig scheint in so einem Leben zu passieren, die dann so ein kleines Erfolgserlebnis haben und dann in den Kommentarbereich sich da wunder wie einer absudeln, ja. Könnt ihr ja ruhig weitermachen, diese Leute interessieren mich aber auch nicht weiter. Die finde ich draußen wie Sand am Meer, ja. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen und eben deshalb heißt das Video jetzt hier auch, keine macht den Doofen, Frankie löscht weiter. Und so lange, bis ihr euch daran gewöhnt habt, eines respektvollen, freundlichen Umgangstones. Natürlich nicht alle, also es gibt auch ganz liebe Otto zum Beispiel, der Joe und wie ihr alle heißt. Ich freue mich ganz riesig, wenn ihr da wirklich schreibt und gut, wenn das als Spam gekennzeichnet wird, ich rufe das trotzdem auf, ist nicht das Problem. Wollte ich nur ganz kurz sagen, ich wünsche euch ein ganz liebes, schönes Wochenende und ja, ich hoffe, ja, dass die Zeiten doch einigermaßen ruhig bleiben. Ich glaube allerdings, dass dies nicht der Fall sein wird. Aber egal, heute ist Wochenende und wir hören und sehen und riechen uns. Bis dann, tschüss.